Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von The Front auf dem PvP-Server. Wir sind jetzt in Tag 2, Leute, und der PvP-Schutz ist aktiv. Und ich habe schon mal ordentlich Material gesammelt. Ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir müssen die auf jeden Fall weghauen. Und was ich auch gesehen hatte im Discord, dass man zwei Biegen haben kann. Sogar das ist ganz geil. Deswegen habe ich mir den anderen direkt mal hier hingesetzt, damit wir hier so einen Übergang haben. Und dann vielleicht noch am Rand da in das Gebiet hier rein so ein paar Türme setzen können. Werden wir schauen, was wir da genau machen. Aber jetzt geht's erstmal nach oben. Cool, warte mal. Wir müssen mal vielleicht ganz kurz gucken wegen dem Öl. Das können wir mitnehmen. Bei Benzin habe ich wirklich sehr viel. Aber überzeugt euch selbst. Ich zeige jetzt mal, was ich schon gesammelt habe. Ja, ich muss die Dinger noch anschalten. Aber da ich ja eh noch PvP-Schutz habe, ich das erstmal. Also wir machen das heute. Wir werden die heute alle installieren. Werden die Base weiter aufrüsten. Und ja. Also hier ist mittlerweile für 61 Stunden drin. Also das sollte auf jeden Fall dicker reichen. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwie was nachballern können. Obwohl wir warten noch bis, oder? Ja. Ein bisschen geht ja schon mal. Machen wir mal ganz fix. Geht ja schnell. Und dann machen wir oben den Betonturm fertig. Dann hier ist ein bisschen schneller irgendwie, ne? Dann, was machen wir noch? Flugabwehr. Wir gucken, dass wir heute Flugabwehr bauen und dann brauche ich auf jeden Fall Hilfe. Also bevor der PvP-Schutz aufgehoben wird, sollte ich auf jeden Fall Hilfe klar machen. Oder Hopfen? War das Hopfen oder Hefe? Ne, Hefe, ne? So, her damit. Wie sieht's hier aus? Ja, nehme ich mal auch raus, Wolfram. Gut. Dann geht's nach oben und dann werdet ihr jetzt Augen machen. Und zwar, ja, hier muss ich auch noch aufrüsten, klar. Hier. Das sieht doch wunderbar aus, ne? Ihr müsst überlegen, das sind 400er Stacks, ne? Also da ist schon einiges drin und was Wolfram angeht, ist das nicht das einzige, weil wir noch hier ganz viele Wolframplatten jetzt haben. Wir haben fortschrittliche Komponenten. Das heißt, wir können heute auch die große Ölquelle und so weiter machen, den Hochofen und so. Also wir haben sehr viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun. Ich würde sagen, wir machen aber als allererstes vielleicht hier erstmal aufrüsten. Und dann vielleicht noch mal einen Schrank hier rein, weil einer passt ja noch. Ich weiß, man könnte auch anders hinstellen. Wäre platzsparender, aber ich mag es so irgendwie ein bisschen mehr. So. Gut. Gut, gut, gut. Und hier, warte mal. Machen wir mal eben den Kram. Hier auch noch irgendwie Holz. Nur der Türrahmen hier, ne? Wenn wir schon... hallo? Hallo? Geht das nicht? Aha. So sieht es auch schön aus. Brauche ich natürlich noch eine vernünftige Türe. Ja. Gut. Und eigentlich hier der Boden, ne? Also ich hatte eigentlich überlegt, ob ich vielleicht noch eine Decke nach oben baue. Weil wenn die hier durchbrechen, sind die halt direkt in der Base drin, aber egal. Wir lassen das jetzt einfach so. Und das wäre natürlich ein bisschen mehr safe, aber was soll's. Was soll's, was soll's. Erstmal hier vorne. Ja, hallo. Wie gesagt, ich werde da hinten. Ich zeige euch das gleich mal ganz kurz mit dem anderen Beacon. Dann auch was hinsetzen. Jetzt habe ich hier nicht genug. Wenn wir den von hier aus erkennen, der ist ungefähr dort. Oder da. Irgendwo da in diesem Gebiet. Und dann können wir nämlich relativ nah vielleicht versuchen, hier irgendwie Türme hinzustellen. Ja, meine Base nochmal ein bisschen schützen, ne? Weil wir haben ja auch nur ein begrenztes Limit an Turrets. Was das Ganze natürlich ein bisschen schwerer macht, aber irgendwie kriegen wir schon hin.
Warte mal, erstmal fangen wir hier unten an. Also, ja, Boden habe ich jetzt natürlich gar keinen mehr. Aber die Wände können wir schon mal machen. Muss mal ganz kurz hier abreißen. Zack. War irgendwie total verschleimt. Und der Türrahmen natürlich noch. Sehr schön. Dann oben noch mal dasselbe. Ja, fehlt mir natürlich noch Boden halt, ne? Boden und die Decke hier oben. Ansonsten haben wir doch. Warte mal, ich muss es einmal von weiter weg anschauen. Perfekt. Gut. Dann können wir auch direkt hier unten. Warte mal, habe ich unten noch irgendwas? Ja, ich könnte noch hier den Schutz sozusagen auch nochmal aufwerten. Machen wir auch noch, aber ich mache erstmal hier. Sieht irgendwie wie so ein Schiff aus, ne? Ich weiß noch nicht, was ich genau hier reinbauen werde. Hier kommen wir ja fast gar nicht rein. Aber hier wird definitiv auch noch was reinkommen. So. Ich auch noch mal ein extra Lager oder also Batterien für die Windgeneratoren definitiv. Aber was noch? Bin ich mir ein bisschen unsicher. Das hier vorne. Ne, das ist Boden, glaube ich, ne? Hallo? Warte mal. Ne. Doch. Die eine Ecke nur nicht. Und das hier ist auch. Holzboden, okay. Alles klar. Na dann. Haben wir auch schon mal so ein bisschen aufgewertet. Dann könnten wir noch ein paar Foundation für hier benutzen. Wenn wir die schon haben. So. Ja, perfekt. Und ich habe noch Wände. Sehr schön. Ja, es passt schon. Ich wechsle erstmal hier oben aus. So. Und wir haben sogar noch was über. Er läuft. Es läuft, Leute. Ja, machen wir mal so zu. Dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Wunderbar. Wenn man jetzt von weiter weg schaut. Also ich muss auf jeden Fall noch ganz viel Boden machen. Aber sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ach ja, genau, warte mal. Ich habe noch eine Wand. Ich brauche noch mehr, weil ich hier runterbauen wollte. Weil sonst kann man hier durch den Boden durchschießen natürlich. Würde auch nicht viel ändern, weil dann ist ja natürlich da drinnen nochmal eine doppelte Wand, ne? Aber so hält das halt noch mal ein bisschen zusätzlich auf, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Also das machen wir. Dann Luftabwehr habe ich gesagt. Dann große Ölquelle, große Mine, Hochofen. Also sehr viel zu tun. Sehr viel zu tun und zu machen. Ich kann das ja schon mal in Auftrag geben. Ja, warte mal, erstmal vielleicht machen wir den Hochofen, da brauche ich wie viel? Zwei. Okay. Easy. Wolframplatten nur 25. Aha, haben wir auch.
brauchen wir 35 Keramik. Habe ich das noch? Oh. Gut, next problem. Alles klar. Dann rein damit, rein damit. Ach nee, Platten brauche ich hier gar nicht. Barren. Warum habe ich denn so viel Platten gemacht? Naja. Nehme ich direkt 400 raus und. Komm. Wir produzieren ja so oder so. Und wir können es ja am Ende auch wieder rausnehmen. So, also. Her damit. Her damit. Davon kann ich auch ein paar gebrauchen. So. Böden, habe ich gesagt, ne? Warte mal. Erstmal kann der Kram hier rein. Böden und Wände. Mache ich mal erstmal 26 und den Rest. Zack. Das sollte auf jeden Fall dicker reichen. Vielleicht sogar zu viel, wer weiß. Keine Ahnung. Aber wir bauen, haben hier hinten auch noch einen Beacon, ne? Da können wir dann das uns dafür verwenden. Kommt der Kram hier mal rein. Noch mal ein bisschen Speed. Ich mich schon mal rausnehmen und hier reinhauen. Ja, dann fehlt mir halt wirklich Keramik. Sollte ich vielleicht mal unten einen Auftrag geben, ne? Dann breche ich erstmal Wolfram ab. Aber warte mal, ich brauche Ton. Ich brauche den guten alten Ton. Wie sieht es denn hier aus? 400 frei. Echt? Ah ne, für Stahl. Ich könnte eigentlich jetzt bald auf Stahl upgraden, ne? Das ist eigentlich Beton ein bisschen unnötig. Oh. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja noch genug Ton hier drin. Naja. Naja, naja, naja. So, rein damit. Ah, das sieht gut aus. Ich sage, gehen wir jetzt nochmal auf Stahl erstmal und dann Wolfram. So, wie sieht es hier aus? Läuft alles noch? Wir können nochmal ein bisschen nachhauen. Wird auch noch eine Weile dauern. Mit den Kram ja auch trotzdem schon mal rausnehmen. Ja, warte mal. Hä? Achso, okay. Ich dachte schon, ich bin wieder im selben drin gewesen. Aber anscheinend nicht. Hier können wir nochmal, ne? Ein bisschen, ja. Also sammeln müsste ich dann bald auch. Aber eigentlich, warte mal. Wir müssen ja Platz für den Hochofen machen. So. Dann kann der Kram einfach mal hier aufgeteilt werden in die beiden. So. Holz dann auch. Okay und okay. Bop, 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 bop. Ja. Machen wir halt so. Zack, zack, zack. Ja. Ja, okay. Hatte gerade irgendwie einen Denkfehler. Ja, easy. Gut, was haben wir denn hier noch? Achso, ein Barren. Sollte aber eigentlich ohne Probleme hinpassen, oder? Hoffe nicht, dass das hier zu Problemen führt. Muss ich mir hier irgendwas überlegen. Aber gut. Quatsch. Ich brauche ja erstmal Keramik. Hier haben wir jetzt 43. Ich glaube, ich brauche noch 7, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich schau mal ganz kurz. Und ich werde dann den Hochofen mit Batterien wahrscheinlich verbinden. Ich weiß noch nicht. Bam, 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 bam.
Ah ja, genau, ich wollte auch einmal kurz den Kram hier reinhauen. So. Ein falscher Tisch. Ach, guck mal, perfekt. 35 war's. Quatsch. Guck mal, habe ich mich total verschätzt. Also Ölquelle und so ist auch alles fertig. Sehr geil. Und dann sollte ich schleunigst, warte mal. Habe ich noch irgendwie Scherben? Ja. Gehe ich nämlich einmal hier auf Beton, Stahl. Okay, ich muss auf jeden Fall wieder den Dungeon. Ah, den muss ich auch noch weitermachen. Aber ich habe hier mittlerweile genug Eisenbarren eigentlich. Ja, damit können wir auf jeden Fall einiges anfangen. Ich nehme mal einen 400er, obwohl 390, das sollte reichen. Nehme ich den Stahl erstmal raus und arbeite mit dem. Brauche ich denn noch? Kalk, oh ja. Soll ich vielleicht so viele Böden jetzt gar nicht machen, ne? Obwohl ein paar brauche ich halt. Aber dann lieber nochmal 15. Brauche ich noch ein bisschen Polymer. Brauche auf jeden Fall noch eine Tür. Eine. Durch das Tor. So. Stahlwand. Ja, eigentlich müsste ich jetzt echt auf Stahl pimpen, ne? Habe ich nicht gerade. Achso, habe ich schon reingehauen, das Stahl hier, ne? Gut, okay. Wie viel brauche ich denn hier für Steine? Für die Guillotine, warte mal. Zack. Warte mal, wir müssen auch ganz viel Guillotine machen. Fällt mir gerade so ein. Guillotine, nehme ich mir die noch raus. Dann nehmen wir nochmal Blei raus. Und Kautschuk. So. Rein, 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 rein. Die kann ich machen. Ja, gut. Sieht doch gut aus. 15 sollte erstmal passen. Alright. Ach, warte mal. Ich habe da ja noch zwei Spikes. Wunderbar. Hochofen, genau. Wir können den ja schon mal setzen. Knipser, wo habe ich einen Knipser? Da. Hier. Ja, doch, das passt doch sehr gut hier hin. Am besten wäre eigentlich, wenn ich den so rumsetze, ne? Wegen der Kabelverbindung. Auch wenn das anders ein bisschen cooler aussehen würde. So. Aber egal. Ja, jetzt, wie machen wir es mit den Batterien? Wie machen wir es mit dem Schalter? Ich weiß es nicht. Die sind ja eigentlich komplett voll, ne? Wie lange hält das? Wie viel hält? Ich weiß es nicht. Verbrauch wäre das denn? 75 Strom. Geht das dann gleich dabei? Nee, ne? Direkt eine Batterie anschließen oder lieber mit einem Schalter? Wir testen das erstmal. Wir können ja sonst auch so ein Dreier-Ding bauen und dann drei Batterien an den Generator anschließen. Wer weiß, wie das machen werden. So. Gut, das Ding läuft.
Kann ich jetzt vielleicht eventuell schauen, steht da, wie lange das läuft? Das ist aber nicht lange. 35 Minuten. Mir irgendwie ein bisschen besser vorgestellt, ne? Ja, Solar ist halt nicht der Kracher, ne? Oder ich glaube, ich werde die alle nutzen nur für das Ding hier. Das Ding wird komplett auf Solar laufen. Und dann mit einem Schalter? Nee. Also, wir haben Schalter. Einen nehme ich hier mit. Vielleicht will ich das noch mit den Lampen irgendwie ein bisschen verbinden. Bitter kann in drei. Nee, das brauchen wir nicht. Obwohl, einen brauchen wir schon. Ja. Dann brauche ich nochmal zwei hiervon. Rein damit. 35 Minuten, das heißt, bei vier Batterien, das wären auch noch 2 Stunden, ne? Ist ja nicht gerade viel. Ich habe hier oben noch mehr Solarpanel oder ich baue noch weitere. Das kann ich natürlich auch machen. Ah, das ist halt nicht die beste Stromquelle, ne? Muss man schon sagen. Leider, leider. Weil die auch immer wieder ausgeht, ne? Habe ich gerade mitgenommen? Ja. Hey, zu einem. So. Müssen wir die Verbindung jetzt leider kappen. So. Bam. Dann würde ich ganz gerne noch so ein Ding hier haben. Hier, das machen wir so. Hier oben. Richtige. Dann in drei Teilen. Ja, doch, ist richtig. So. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ray, der Elektronik-Experte. Ray, der Elektriker. Ach, machen wir einfach so, was soll's. So. Sehr schön, der kann dann noch runter. Muss natürlich erstmal auch Steine sammeln, damit das überhaupt Sinn macht. So, jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Jetzt, wie lange das jetzt hält. Besorgt jetzt erstmal eine leer, ne? Ja. Gut, ja, sieht ein bisschen wirr aus, aber egal. Ja, dann werde ich auf jeden Fall oben noch ein paar mehr bauen, dass es komplett nur für die hier ist. Sehr schön. Das wird dann schon mal laufen und dann würde ich ganz gerne einmal so eine Geschichte machen. Ein Schalter. Mit denen anmachen. Yes. Das wird dann nicht beeinträchtigt.
Sehr schön. Hallo? Ach so, klar. Oder wo haben wir noch mal Lampen? Habe ich hier eine? Nee, ne? Aber hier oben. Dann machen wir das mal eben. Kommt das Kabel raus hier, ne? Mit da eine Lampe und da eine Lampe. Okay. Machen wir das mal eben. Dann haben wir auch endlich hier Licht in der Bude. Gut, da brauche ich keine Verbindung. Dann machen wir mal eben an. Und dann muss ich oben halt nochmal mehr Batterien reinhauen und sowas, ne? Ah, wunderbar. Ich hätte auch einen Schalter hier oben bauen können, ne? Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ich kann die ja immer noch umändern. Wäre kein Problem. Und unten die Lampe, weiß ich gar nicht, ob die so Sinn macht. Gut. Dann machen wir mal kurz mit dem Boden und alles weiter. Das auch schon mal. Dann einmal hier fertig machen. Aha. Dann sammle ich gleich ganz schnell Stein, damit wir die gute Veredelung machen können, ne? Brauche ich erstmal. Habe ich auch noch Holz. Bloß nicht in die Tiefe fallen. Okay. Ach, hier brauche ich auch Boden, fällt mir gerade auf. Kann ich doch einfach Holzboden nehmen. Obwohl. Ach ja, doch, hier ist sogar schon Boden drin. Habe ich sogar schon gemacht. So, und jetzt wisst ihr auch, wie genau ich das meinte. Hallo? Was ist denn jetzt los? Hä? Ich will bauen. Geht irgendwie nicht. Oh nein. Der Timer läuft auch nicht weiter. Ist jetzt irgendwie, werde ich gerade gekickt? Ja. So Leute, der Server hatte anscheinend leider Probleme, aber da sind wir auch wieder. Jetzt muss ich wieder den ganzen Kram einsammeln und wieder ja, alles einbauen. Aber gut, halb so wild. Ich muss auch unten leider mit dem Strom das wieder einbauen. Ich habe es aber kurz ohne Aufnahme gemacht. Dann habe ich auch mich entschieden, den Schalter direkt hier zu bauen. Zack, dann haben wir direkt hier unsere Lampen. Perfekt. Gut, als allererstes würde ich sagen, der Boden. Machen wir mal ganz kurz den guten Boden. Und dann wollte ich ja eigentlich hier weitermachen, ne? Und ich brauche ein bisschen Holz. Warte mal, da habe ich ja gesagt 20, glaube ich, ne? Machen wir mal. So. Zack. Wunderbar. Wollte ich hier eigentlich nicht hinsetzen. Ich wollte, wenn dann hier oben. Hier oben dran geht trotzdem nicht, ne? Da oben geht es irgendwie trotzdem nicht. Gut, wenn hier eine Lücke ist, ist glaube ich halb so wild, ne? Aber ich mach mal. Kann ich das trotzdem machen? Glaube nicht, ne? Glaube nicht. Könnte ich hier. Warte mal. Hier ist ein Boden. Ach, wegen dem Felsen hier, ne? Ja, super. Deshalb geht es nicht. Oder wie? Gut, schade.
Das ist jetzt ein bisschen mies, aber was soll man machen? Hier? Geht's auch? Hä? Warum kann ich hier nicht runterbauen? Normalerweise müsste es doch gehen. Ach, ich bin im falschen Modus. Ja, super. Klassiker. Die gute alte Ray ist im falschen Modus drin gewesen. Muss mir auch erstmal wissen, ne? Geht nur hier an den Seiten. Hier vorne geht's auch. Okay. Soweit kann ich hier eh nicht runterbauen. Aber so ein bisschen sollte ich schon machen. Und hier finden wir nur so zwei Dinger. Das würde aber komisch aussehen. Den hier kann ich irgendwie nicht setzen, ne? An der Ecke irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade. Naja. Ist schon ganz okay, würde ich sagen. Kann ich mit leben. So. Und da ist schon Foundation, alles klar. Gut, also wir müssen auf jeden Fall schnellstmöglich natürlich auf Stahl gehen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Platz für die große Ölquelle und so. Und oben Solaranlagen. Ich muss nochmal zwei Batterien bauen für den Dingens da. Für den Hochofen. Gehen wir mal eben, machen hier Platz. Nehmen mal den Kram hier raus. Jetzt läuft das zwar erstmal nicht, aber halb so wild. Ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Hier alles rausgenommen, ja. Also ein Tor. Tor hätte ich am liebsten direkt hier. Vielleicht so. Muss natürlich nur schauen, dass ich auch genug. Oh nein, daneben einmal, danke. Daneben kann er jetzt nicht, oder wie? Nee. Kann aber hier rein. Oh, jetzt habe ich ein bisschen hochgebaut. Das war eigentlich nicht mein Plan, aber gut. Ah, ist doch in Ordnung, oder? Warte mal. Muss ja nicht wunderschön sein. Gut. Ist die Ecke wäre ja safe. Ein bisschen weiter unten wäre aber besser gewesen, wegen der Wutkanone wahrscheinlich, ne? Aber ich würde sagen, das ist noch in Ordnung. Und dann brauche ich natürlich hier noch zwei, drei Stücke. Haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ich hole schon mal. Oh, warte mal, ich muss auch was essen. Und was trinken. Und dann machen wir, ja. Ihr wisst schon. Ihr wisst auch, was ich meine, Leute. So, erstmal hoch hier. Habe ich noch Böden? Hier brauche ich keinen, da brauche ich keine. Und nur hier oben, ne? Dann können wir die auch einmal kurz verbauen. Ups. Und dann nehmen wir schön Benzinkanister schon mal und so. Müssen wir nur schauen, wie wir das jetzt alles genau machen werden. Muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Und wenn hier zwischen Holzboden ist, ist kein Problem. Das sollte no problemo sein. Zack. Wunderbar. Da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt leider noch ein kleines bisschen. Und Türen. Ja, hier fehlen noch Türen. So und so. Erstmal schlucken. Hatte sich verdient.
So, dann her mit dem ganzen Kram hier. Also, große Mine. Achso, hier. Ich wollte schon sagen, wo ist die große Ölquelle? Können wir auch gleich direkt verbauen. Dann haben wir Splitterkanne in drei Teilen. Ne, das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nochmal zwei hiervon. Nehmen hier mal alle mit. Und auch Benzin. Und dann muss ich eigentlich mein Inventar mal aufräumen, ne? Ja. Nein, nee, nicht Splitter. Die wollte ich auch gar nicht haben. Ich will die hier. Ich will die hier haben. So. Warte mal, die können erstmal aus. Könnten wir rein theoretisch noch mal. Einen hier hinbauen. Sagen. Und der andere. Hier hin. 300. Machen wir erstmal über 300 rein. Sollte dick reichen. Und 300. Wunderbar. Dann platziere ich erstmal die Ölquelle und so. Ah, ich glaube, das sollte reichen hier vom Platz. Das sollte kein Problem sein. Quelle. Mach ich das? Wo setze ich hier am besten hin? Ich würde sagen. Einfach hier hin. Oh, schwebt ein bisschen, aber kein Problem. Ach, das ist die Mine. Wie komme ich auf Ölquelle? Ölquelle ist ja wenigstens angenehmer von der Größe. Und die setzen wir dann einfach. Einfach mal hier hin. Haben wir hier noch Platz? Steht auch nicht im Weg vom Turret. Wunderbar. Hier können wir dann noch Wand zumachen, damit Stahl warm bis hierhin. Und dann können wir hier noch so einen Turm hochsetzen, der dann drüber schießt. Ja, so machen wir es. Gut, jetzt müssen wir erstmal alles wieder zum Laufen bringen. Wunderbar. Natürlich setzt hier. Die Mauer im Weg, ne? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier noch so schlau ist. Ich denke mal nicht. Ich denke, den werde ich abbauen und dann lieber auf den Turm setzen. Ja, definitiv. Vielleicht werde ich die abreißen und ein bisschen höher setzen, ne? Wenn das auch hier so hoch ist. Und der hier hat kein Problem, ne? Die Wutkanone, ne? Also ich denke, das sieht gut aus. Gut, 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 ja. Jetzt wird gesplittert und ge. Gesplittert. Hier, das hier. Ihr wisst schon, was ich meine. So, also. Wir machen den mal so. Zack. Und. Zack. Wo ist mein Kit? Hier. Ich weiß nicht, warum ich das mal so ein bisschen schön machen möchte. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, Leute. Ich weiß es selbst nicht. Und hier ist unsere Kabelecke. Wunderschön. Alright, aber wie komme ich am besten hier durch? Einfach durch die Wand? Weiß nicht. Werden wir jetzt herausfinden, ne?
nicht hier lang bauen. Will es halt nicht so ultra hässlich haben, aber manchmal geht es nicht besser. Ah, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ach nein. Das reicht nicht von der Länge. Ach, hör mir doch auf. Ernsthaft? Nee. Lieber, wenn ich so bauen würde. Auch nicht. Ja, super. Dann hätte ich die doch lieber. Das bin typisch ich, ne? Aber davor ist doch auch gereicht. Bis da hinten hin. Oder war das so ultra knapp? Ich muss nochmal neue bauen, na super. Nice. Dann. Da. Wo sind die Dinger? So. Mach halt nochmal zwei. Was soll's? Was soll's? Oh, den ersten und hätte auch die benutzen können jetzt eigentlich, aber egal. Komm schon, her damit, danke. Ja, das lief hervorragend, ne? Warte mal, die Tür können wir offen lassen. Und dann baue ich hier drin. Ja, machen wir das so. So. Das sollte auf jeden Fall dicker reichen. So, her damit. Also, wir können hier schon mal anschalten. Ups, wie lange? Ja. Mehr als genug Stunden. Das reicht dicke. Okay, Versuch Nummer 2. Können wir jetzt auch ein bisschen vielleicht so machen. So. Und dann können wir ja so in die Ecke und dann hier runter. Können wir ein bisschen schöner machen. Immerhin. Immerhin ist das möglich. Aber auch schon ziemlich knapp, ne? Warum ist der so Zähler so am Ausrasten? So. Wunderbar. Und dasselbe Spiel dann nochmal mit der Mine. Sind wir versorgungstechnisch aber ganz gut aufgestellt. Da muss ich natürlich noch ganz schnell die Verteidigung einmal ein bisschen umbauen und anschalten und auch vor allem auch Munition reinknallen. Und da muss ich ganz, ganz schnell auf Luftabwehr, ne? Luftabwehr sowas von wichtig. Gut. Gut. So. Selbe Spiel auch einmal hier. Hier ist auch für 60 Stunden jeweils sehr geil. Ja, sehr viele Kabel, ich weiß. Rein damit. Zack. Ich hier durch. So.
So. Und rein. Sehr schön. Es ist wenigstens so ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen versteckt. Dann hängt die nicht in der ganzen Base rum, die Kabel. Rein da. Zack. Wunderbar. Sehr schön. Läuft und läuft. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch mal eine Menge Kalk und muss mein Inventar eigentlich aufräumen, ne? Ja, da ist was. Da war ja was. Ich sammle aber ganz kurz Stein, damit ich schon mal Kalk produzieren kann. Weil den brauchen wir ganz dringend. Und dann baue ich vielleicht noch mal so zwei von diesen Öfen. Baue ich die mir irgendwo hin. Und dann werden die rein für die Kalkproduktion benutzt. Und ich muss auf jeden Fall auch den Hochofen jetzt nutzen für die Veredelung, ne? Also ich habe auf jeden Fall nach der Folge wieder ordentlich was zu sammeln. Ja, dann kriegen wir auch schön Titan und so raus, ne? Wunderbar. So, her damit. Ja, aber schade, dass wir nur 10 Turrets setzen können, Leute. Das ist ein bisschen. Muss man echt überlegen, wie man die setzt, ne? Weil rein theoretisch, wenn jetzt jemand mit einem Panzer kommt. Und dann von hier aus. Ja, okay, dann ist der eigentlich ganz gut gesetzt. Aber wenn ich hier noch Mauern setze und einen Turm. Und dann eine Wutkanone drauf. Ja, doch, dann nehmen wir den weg. Erstmal. Oder lassen wir den da? Ich weiß nicht. Muss ich echt überlegen, also. Es ist halt. 10 ist ja knapp. 15 wäre noch ein bisschen besser gewesen. Da muss man echt hart überlegen, wie man das macht, ne? Aber gut, wir haben schon mal die Produktion, die läuft. Da muss ich natürlich noch große Getreidefelder anbringen. Das darf ich auch nicht vergessen. Also noch sehr viel zu tun. Hier hätte ich eigentlich hinten auch Platz gehabt, ne? Obwohl, hier kann ich ja anbauen. Genau. Machen wir das doch so. Wird da hinten schön angebaut. Und wenn wir den hier lassen. Der hat nicht so die gute Sicht, ne? Könnte der hier runterballern noch? Weiß nicht. Wir überlegen. Wir überlegen, Leute. Wir werden es herausfinden. So, also. Habe ich denn irgendwo noch Kalk drin? Hier geht die Produktion auch langsam, aber sicher zur Neige. Hätte hier ein bisschen Kalk. Nehmen wir das einfach mal raus, ganz dreist. Dann haue ich mal hier die ganzen Steine. Ja, sind nicht so viele, ne? Wir mal. Bisschen. Ich weiß nicht, ob ich oben noch Kalk habe. Muss mal schauen. Also hier fehlt mir auch noch Stahl. Ah. Die Stahlproduktion muss auf jeden Fall auch wieder gestartet werden. Ach, ich habe. Oh. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und auf Stahl aufrüsten wäre auf jeden Fall das nächste Ziel und vor allem auch. Ich glaube, ich brauche drei. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal drei. Und dann würde ich sagen, mache ich vielleicht schon mal ersten Stahlwände, ne? Machen wir einfach mal. So. Also hier kommen dann noch mal zwei Batterien für den Hochofen. Da würde ich sagen, kommen hier ersten Generatoren. Jetzt nicht ganz an die Wand, das mache ich bewusst. Damit wir hier mit den Kabel immer schön in die Ecke kommen.
Für die Verteidigung. Ja, super. Jetzt habe ich auch noch falsch gebaut. Klassiker, ja, super. Gut, ich könnte aber trotzdem von hier aus die Verbindung. Ja, das geht trotzdem. Ist halt aber nicht nach Plan. Muss ich schon zugeben. Dann machen wir 300er wieder. Das. Zack. 300. Dann haben wir hier. Ups, nein. Auf jeden Fall einen dicken Vorrat. Dann habe ich sogar noch genügend Benzin auf Seite, ne? Geil. Ja. Schöner Raum. Den werde ich auf jeden Fall als allererstes aus Stahl upgraden. Sehr wichtiger Raum. Ich werde direkt mal ein bisschen mit anfangen. So. Alright. Ja, genau. Ganz genau, da war ja was. Da werde ich hier direkt einen Stahlturm hinsetzen, ne? Also. Beton macht, denke ich mal, jetzt nicht so riesen Sinn. Jetzt habe ich den so tief gesetzt wieder, ne? Aber egal. Ah doch, der würde noch hinpassen. Ah ja. Die hier rüber kommen. Könnte man vielleicht schaffen. Betonung liegt auf vielleicht. Aber ich könnte jetzt keine Wand oder eine Foundation hinhauen, oder? Warte mal. Wir schauen mal. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie gesagt, große Getreidefelder brauche ich noch. Jetzt muss ich als nächstes ganz schnell auf Luftabwehr gehen, weil ich habe nur noch einen Tag Verteidigung. Könnte man machen. Noch irgendwie direkt höher setzen. Können wir den natürlich dann auch aus Schade oder so austauschen, ne? Also safe ist safe. Safe ist safe, Leute. Hauptsache, die kommen da nicht hier rüber. Da Helikopter könnten die hier landen. Wenn die aufspringen, ich weiß nicht. Ich bräuchte hier auf jeden Fall auch noch auf der Seite natürlich ein Turret. Dann könnte hier ballern. Dann von hier oben. Hier hinten einer wäre eigentlich auch noch gut, ne? Ja, aber wir müssen echt planen. Also wir können leider nicht so viele setzen. Müssen wir echt gut planen, Leute. Das ist schon tricky. Tricky, tricky. Was habe ich hier noch? Ich habe noch ein paar Betonwände. Oh, okay, dann können wir vielleicht erstmal den Turm so provisorisch hinstellen aus Beton. Oder? Habe ich noch Foundations? Aber, okay. Aber ich habe ja noch ein paar Stunden Zeit, bis mein PvP aktiv ist. Erstmal den inneren Kern, ne? Hatte ich ja gesagt. Nämlich am allerwichtigsten. Und dann können wir so langsam mit außen anfangen. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, gut, gut. Und ich habe nichts. Ah, doch. Noch, ich habe noch ein bisschen was zu mampfen. Dann hauen wir uns die drei Spieße rein. Dann muss ich nochmal Fleisch demnächst sammeln. Aber das passt schon. Alright, alright, alright. Und wir müssen unbedingt mal wieder ein Raid starten, ne? So ein Dungeon Raid. So, sehr schön. Ja. Sieht doch schon mal ganz nett aus.
Nur was meine große Schwachstelle ist, man könnte rein theoretisch hier rüber, deswegen ich werde hier noch weghauen, weil sonst kann man einfach hier rüber springen. Rein theoretisch den Kram weghauen und dann hier einfach rüber jumpen, ne? Das wäre natürlich nicht so gut. Deswegen werde ich auch einmal erstmal die Leiter wegknallen. Die Treppe. Gut, gut, gut. Ja. Die können dann auch weg. Und vor allem die hier. Ganz gefährlich. Könnte man trotzdem noch, wenn man mit Anlauf nimmt. Ich probiere es mal. Es wird trotzdem gehen. Gut, dann müssen die leider auch weg. Komme ich nicht drum rum. Ist schade, aber was soll's. Hauptsache, man kommt da nicht hoch. Ach komm, ernsthaft? What? Gibt's auch nicht. Das Ding ist, dass ich das hier brauche wegen meinem Dungeon, ne? Rein theoretisch, wenn man jetzt hier hochkommen könnte. Zack. Könnte zwar hier nicht hoch. Wohl. Ein bisschen Anlauf. Ich muss mal testen. Nee, das nicht, aber man könnte hier sogar noch rüber, ne? Das heißt, die hier muss ich höher stellen. Habe ich noch eine? Nee, ne? Ja, die muss ich auf jeden Fall ein bisschen anpassen, auf dieselbe Höhe bringen. Dann wäre das schon mal kein Problem. Dann wären die zwar hier oben drauf. Aber das muss man auch erstmal herausfinden, ne? Dass es geht. Die auch erstmal wissen. Und warte mal, vielleicht, wenn ich aus Beton baue, vielleicht geht es da nicht mehr. Einen Augenblick mal. Das ist nochmal testen. Nee, trotzdem. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann muss ich die auf jeden Fall höher ziehen. Hier kommen die nicht hoch. Und wenn, dann kommt da eh noch ein Turret hin, der wird die dann abballern. Jo. Gut. Ich würde sagen, ich sammle jetzt nochmal fleißig Material, damit wir schön alles auf Stahl upgraden können. Schließe schon mal die ganzen Geschütze an und werde nochmal ein paar umbauen, dass wir da relativ gut Schutz haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer, werten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.